Und willkommen zurück zum Elden Piratenmann. Okay. Ach, der schwerste Bosskampf. Wenn ich gerade denke, letzter Kampf lief. Letzter Part, meine ich. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich möchte nach Hause. Zeit verleiten, ja, und das hat dennoch Gefahr versucht. Guck mal, ein Blutfleck, das war gerade direkt gestorben. Nee, Donny, es ist direkt vor der. Ja, gestorben. Zwischensequenz. Dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Naja, also bei Radan. Uäh. Mach mal halb lang. Ah. Das ist ja die Besonderheit, wenn sie mich trifft, heilt sie sich. Also allgemein, wenn sie trifft. Es ist egal, was sie trifft, es ist egal, wie viel Schaden sie dabei macht. Die heilt sich einfach immer. Und das ist immer das größte Problem, finde ich. Außer ich jetzt reinscheiß. Aber man kann sie wegsteckern. Das ist eine Besonderheit. Die haben andere Bosse nicht. Ich würde es gerne ohne Geister schaffen, aber ich habe es auch nie ohne Geister geschafft und ich fürchte, dass ich das auch nicht schaffen werde. Aber halt einfach versuchen. Ich meine, weil Angriffsmuster so sieht, ja, es ist. Ist jetzt nicht so gewaltig eigentlich. Aber die hat einen Angriff drauf, da kommt er. Ich hab keine Ahnung, wie schnell ich ausweiche. Das ist der schlimmste Angriff. Mit Abstand. Ich meine, das Heilen ist ja schon ein Problem. Das ist Heilen ist ja schon echt uncool, ne? Aber. Dieser eine Angriff. Diese Angriffskombo da. Dieses Moonlight. Irgendwas Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das ausweiche. Fängt die ersten zwei Salben. So, meine Runen lasse ich diesmal einfach liegen. Ich weiß, das haben wir sonst nie gemacht, aber es sind nicht viele Runen. Na. Schock auf den Schrittlauf reicht's. Er hat ein längeres Schwert. Da, ich könnte nicht mal rollen. Na. Ich konnte ihn nicht rauscanceln. Ah, verdammt. Hier kommt Schaden. Ah, das wird noch eine Weile so weitergehen. Ich werde das noch ein bisschen probieren.
Ich meine, das Gute ist, ich lande gleich vor der Boss hier. Im Gegensatz zu Dark Souls 1, wo du 5 Minuten zum Boss läufst. Hat ja nichts zu angehoben. Okay. Ich meinte, da ein Angriffskombo. Wenn man weit genug wegsteht, kann man es ausweichen. Mit wegrennen. Dieses Abtasten. Ich finde, das ist irgendwie auch cool. Ja. Er hat auch echt Streichhölle. Okay. Ich meine, man sieht, sie kämpft sehr langsam. Das ist. Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett OP ist. Gibt einem noch sehr viele Möglichkeiten zum Heilen. Nur stelle ich mich trotzdem nicht gut an. Ich würde jetzt die erste Phase schaffen. Ohne Geister. Dieser Angriff kennst du auch versauen. Ah. Die Tatsache, dass ich mich doch gerade nicht so in Topform fühle, macht es natürlich auch nicht einfacher. Übrigens, so eine Geisterasche wie die Ratten, äußerst ungünstig. Äußerst ungünstig hierfür. Da sich ja mit jedem Treffer heilt. Ich weiß nicht, ob auch ein Level besser wäre tatsächlich. Obwohl, eigentlich. Ja, da reinzuspringen war nicht clever. Dass sie mal wegzuckt, wenn sie gerade nichts macht, ist auch echt nicht verkehrt. Aber sie macht diesen Kick, dann ja. Oh, schwer zu aggressiv. Okay. Da wäre eine Öffnung gewesen. Nein, ich habe jetzt geschlagen und das war einfach dumm. Ich kann langsam aufstehen. Okay. Aber nein, das ist. Ja, sie kann es aber trotzdem durchschauen, ne? Das ist. Ich will mal gucken, ob ich sie wegsteckern kann. Ja, falsche Richtung. Nein! Ja, keine gute Figur gemacht. Ja. Das ist der Move. Deswegen ist dieser Move schwachsinnig. Oh, das ist so ein dummer Angriff. Das ist unglaublich. Und jetzt machst du den wieder. Man hat auch keine Chance, ihn zu überleben. Man schafft es nicht. Also wenn man die Treppe kriegt. Nein, sie macht es schon wieder. Ich hab's diesmal. Ich würde die erste Phase schaffen. Jetzt bestätigt sich einfach schon wieder. Dieser eine dumme Angriff. Wenn es den nicht geben würde. Da ist auch dieses Heilen dann nie ganz so schlimm. Also es ist schon belastend, klar, aber. In Kombination mit diesem Fuck-Angriff, das ist einfach viel zu lang geht mit viel zu vielen Treffern. Das ist. Und allein ist sie in den Kampf, den ich schon wieder dreimal gemacht hat. Ich ihn zweimal irgendwie überlebt habe und hast halt noch ein halbes Leben und hast keine Chance und. Ich hab meinen Trank auch nicht reingeworfen. Kann ich eigentlich.
Okay. Nein! Der kommt Angriff. Ah. Und ein weiterer Versuch. Oh, dieser dumme Angriff. Das ist... Ich meine, der Kampf ist ja ganz cool, außer dieser eine Angriff. Es ist einfach... Ja, stelle ich mich gerade nicht gut an. Falsche Richtung gerollt. Manchmal ist es doch besser, bei ihr reinzurollen, bei so einem letzten Angriff. Ach, ich dachte, ich kann sie da jetzt mit dem Spurangriff wegcanceln. Und da kommt er schon wieder. Einfach ein bisschen Panik rollen. Ich hab's irgendwie überlebt. Oh, ich dachte, die trifft dann nicht. Sie hat mich nicht gerollt. Du musst doch nicht so viel Schaden kriegen. Irgendwie so. Das war nicht gut. Ja, den Angriff habe ich gesehen. Nein! Ich hab zu spät reagiert. Ich dachte, die springt weiter. Da sind wir schon zur Seite gerollt. Hat aber eine Reichweite wieder einen Prügel da. Wir haben uns gegenseitig vor drauf. Okay. Ich hab gerade nicht wegrollen können. Na okay. Malenia. Late of Mikella. Wie wollen wir es haben? Hä? Wie wollen wir es haben? Willst du ein paar? Dann komm doch her. Komm doch her. Nein! 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 Such mich! Fuck! So knapp! Meine ich die erste Phase geschafft. Ah. War zu hochmütig. Aber erst mit Siegessicher. Ich dachte, kann niemand wie schief gehen. Aber nein! Nehmen wir das mit. Der Bullshit-Angriff halt. Ich meine, was willst du machen, wenn du davor stehst? Was willst du machen? Du packst mich nicht an. Bullshit-Angriff. Oh. Ja, jetzt macht es halt wieder. Und, ach.
Da. So, noch ein Versuch. Oh, was zum Pinkeln, war gut. So. Ich weiß nicht, wie oft bin ich jetzt an diesen einen Angriff gestorben? Ich sterbe an keinen anderen Angriff. Ich sterbe an diesen einen Angriff im Menü. Und das ist halt das Nervige einfach nur bei ihr. Sonst geht der Kampf hier. Ich meine, ich war aber kurz davor, zweimal zu gewinnen. Da kommt dieser Angriff und das war's. Ist halt Schwachsinn. Ja, zu früh gerollt. Ja, jetzt krieg ich grad gar nicht hin, aber... Ich hätte weiter drauf haben können. Die Reichweite manchmal. Ja, das macht es schon wieder. Die dreht auf jeden Fall eine Weile mit. Ja, schon wieder an den... Ich meine, ich werde wahrscheinlich einen Todescounter drin haben. Und wie oft bin ich jetzt an den Angriff gestorben? Wahrscheinlich 10 Mal, aber es fühlt sich an wie 100 Mal. Ganz ehrlich, dass ich auch nur diesen Angriff sterbe, das fuckt auch extremst ab. Muss ich sagen. Das Ding ist noch nicht aufgewertet. Ich mache das jetzt so, wie man das noch eigentlich macht. Es geht nie anders. Die will das so. Triggert mich nur. So, geh B-Traum. Neues Gespräch? So it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out. Old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. Okay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. I'd like to return the kindness. In whatever small way I can. Gut, Zack, zack, zack. Genug hab. Ich hab genug für den Kampf, aber nicht genug Ruhen, Alter. Wir brauchen die 35.000. Okay, voll aufgewertet. Ich meine, ja, man könnte sagen, das macht jetzt einfach. Wurzel. Ich meine, ich hatte mir vorgenommen, es länger zu probieren, wenigstens die erste Phase zu schaffen ohne Beschwörung. Aber dass ich nur an diesen einen Fuckangriff sterbe, das ist... Nee. Ich meine, sie hat angefangen, sie macht den Angriff jedes Mal, tötet mich damit. Dann soll sie mir den Zorn jetzt spüren. So, pass auf. Jetzt machen wir den Kampf. Wie er vielleicht vorgesehen ist, ich weiß es nicht. Ich mach das schon wieder. Aber diesmal gegen meinen Geist. Na, ah, du prügelt. Also der Geist macht jetzt auch nicht unbedingt super einfach, ne? Also das holt sie auch nicht. Ich muss die Wurfmesse wegnehmen. Dann wiederum, ich könnte noch was anderes geben.
Und die erste Phase. Okay. Oh. Nein! Das war nie gut. Mein Geist ist fast gestorben. Ich dachte, den ersten Impact kann ich durchaus abwehren. So, das war nicht. Hab ich denn Krüge zum Werfen? Das ist jetzt die Frage. Scheinbar nicht, verdammt nochmal. Feuerschaden. Magische Bolzen. Eis ist noch sehr gut eigentlich. Kann ich denn das herstellen? Ich brauche aber das Einzige, dass mein Geist das werfen kann. Wo ist das Frost? Magieschaden. Das heilen durch Tränenflaschen. Okay, wir wollen Eis. Dann machen wir gleich 5. Zack. So, dann nehmen wir das hier rein. Dann kann der Geist das werfen. Und tatsächlich ist das gar nicht so schlecht. Ich meine, ich werde es nicht benutzen, aber wenn mein Geist es benutzt. Die hat, glaube ich, eine Schwäche gegen Frost, nehme ich noch. Boah, die jetzt schon den Scheiß. Da, oh, fuck, ey! So, jetzt muss ich nur den Angriff auswischen. Nein, ich hab's überfrieben. Mein Geist war fast tot, deswegen wollte ich das schnell machen, aber ich hab's übertrieben. Kritischen! Wir brauchen hier alles. Ich konnte nicht ausweichen. Jetzt ist mein Geist tot. Das ist die Sache, wenn mein Geist stirbt, habe ich nicht ein Problem. Ich wünsche, mein Geist würde ausweichen. Ja, das war's. Ah, Mann, der Angriff, der ist halt. Oh. Mein Geist ist leider fast tot. Das ist, ja, da wird gleich sterben. Ja, dass mein Geist tot.
Da, jetzt muss ich die zweite Phase ohne Geist machen. Ich weiß nicht, ich hab die erste Phase noch nie ohne Geist geschafft. Wird also spannend. Mein Schuss! Jo, das war knapp. Na, okay. Ich dachte, mach den anderen Griff. Ich dachte, die macht jetzt die Geister. Ja, ja, die. Wenn man halt genug weg ist, geht's. Nice, der Bullshit-Angriff in Rot. Oh, der Angriff. Ich bin froh, dass ich den Doppelgänger-Angriff überlebt habe. Weil ich halt genug weg war. Natürlich macht jetzt den Schwachsinn. Oh. Schon sehr nervig. Nein! Jetzt trifft sie mit den Angriff. Ach Mann. Das hätte es werden können, nämlich. Oh nein, jetzt heilt sie sich wieder auf. Da, es war so dumm, weil ich unbedingt die töten wollte. Ah. Das war schlecht. Okay, noch ein Versuch. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber jetzt sterbe ich wenigstens nicht nur wegen dem einen Angriff. Da ist es irgendwie auch motivierender ein bisschen. Klingt komisch. Weil ich trotzdem nur sterbe, aber. Vor allem wegen absoluter Blödheit teilweise. Heilen. Ja, Mann. Haltung gebrochen. Also, die kämpfe ich jetzt mit einsehen mal kurz. Fisch. Hilft es ja öfters, die Haltung zu brechen. Dass mein Geist halt da nicht ausweicht. Die wollte gerade den Spezialangriff machen. Und der Blutschaden hat sie rausgecancelt. Heilen, heilen, heilen. Okay. Das geben uns noch eine Heilung. Okay, wir gehen da jetzt rein. Das ja, geschafft! Fühlst du die ganze verdienen an, weil ja einfach Damage boosten, aber. Oh. Man sieht, warum der Kampf scheiße ist. Er ist wieder folgendes Göttin. Dear Mikola. Oh, dearest Mikola. My brother. I'm sorry. I finally met my match. Alter, wie stark ist denn diese Scharlachfäule? Also, ich hätte den Kampf nicht geschafft. Wenn ich jetzt nicht da durchgeboostet hätte, glaube ich. So, 480.000 gibt die, ne? Die Stärke kriegen wir echt schnell Angriffe drauf.
Da haben wir einen Punkt mehr am Ende. Ah, Arcana macht vielleicht genauso viel. Wenn jetzt das gehen auf Stärke, dann kriegen wir wieder Verteidigung, mehr Angriff. Hätte schon 80.000 mehr. So, jetzt ist er Knospe geworden übrigens. Die lässt ihn ein Item? Scheinbar nicht. Hab ich noch Ruhen übrig? Das sind 25.000, 35.000. 35.000. Sind 143. Ja, Moment. Wenn es im DLC stärkere Gegner geben soll, macht mir ein bisschen Sorgen, würde ich ehrlich sein. Weil das war, ja. Ich meine, ich habe da nur gewonnen, weil ich mich am Ende durchstemmen spuste. Mit meinem Geist da. Und ich die zweite Phase ja schon ein bisschen schieße da, ne? Schon ein bisschen Sprung. Aber ich hab den Kampf auch noch nie anders gewonnen. Allein wegen diesen einen Shit-Angriff. So, 35.000 kriegen wir raus, ne? Bedeutet, ich brauche 155.000. So, die muss noch die Runen rein. Dass jetzt wieder da steht, wie viel man kriegt, ist echt praktisch. So, da kriegen wir noch das letzte Level ab zusammen. Yay. Oh mein Gott, es hat gedauert. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneiden werde. Ach komm, wir kriegen Angriff und Verteidigung. Dein Säbel ist deutlich stärker als andere. Oh! Malenia geschafft. Mehr ein bisschen gecheased, aber naja. Komm schon, die hat diesen Angriff drauf. Und die bringen ihn auch permanent. Ich bin echt lange jetzt gestorben jetzt. Ich frage mich, wie oft ich gestorben bin am Ende. Außer viel zu oft. Ich meine, ich sehe auch nicht, wie ich das hätte jetzt anders groß schaffen können, ehrlich gesagt. Also. Ja, ich hätte jetzt noch da 2 oder 3 Stunden probieren können, aber. Ich meine, irgendwann hätte ich die erste Phase wahrscheinlich geschafft. Aber die zweite Phase ohne Geist, ich glaube nicht. Ich glaube, die hätte ich nicht gepackt. Aber naja. So, Malenia. Dann bleibt beim nächsten Mal noch der finale Boss. Den ich vielleicht ohne Geist schaffe. Ich denke mal schon, Englisch. Wird aber schwer. Schwer, aber machbar. Ey, der hat nicht so einen Bullshit-Angriff. Gut, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal.